Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir wollen uns heute mit den Fragen beschäftigen, was eine Taube und Feuer eigentlich mit Pfingsten zu tun haben. Beginnen wir mit den Feuerzungen. Wenn wir auf die Pfingstgeschichte schauen, da lesen wir nämlich genau das, dass über den Freundinnen und Freunden Jesu Feuerzungen zu sehen waren. Und dieses Feuer steht eben, ist ein Symbol, ein Zeichen für die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam über die Freundinnen und Freunde Jesu und hat sie mit Kraft und Mut erfüllt. Er hat sie im wahrsten Sinne des Wortes begeistert, das Feuer in ihnen entfacht, nach draußen zu gehen und allen Menschen auf der Erde von der frohen Botschaft, von Jesus, von seinen Wundern, die er gewirkt hat, zu erzählen. So viel zu den Feuerzungen. Kommen wir jetzt zu den Tauben. In der Pfingstgeschichte haben wir gelesen, von Feuer, vom Wind, von einem Sturm, von einem Brausen. Aber darin ist nicht von Tauben die Rede. Aber auch die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist geworden. Wie kommt es dazu? Es gibt einige Stellen in der Bibel, in denen die Taube eine besondere Rolle spielt. Wir denken da zum Beispiel an Noah, aber auch eine ganz besondere Stelle, nämlich als Jesus im Jordan getauft wurde. Da heißt es nämlich auch, dass der Heilige Geist in Form einer Taube aus dem Himmel kam und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und so hat es sich entwickelt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich diese Frage gestellt haben, die auch ihr euch vielleicht stellt: Wie kann ich den Heiligen Geist darstellen? Wie kann ich den malen? Und da kamen sie ganz schnell darauf, dass es eben diese Taube, dass die Taube ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und achtet mal in den Kirchen darauf. Auch da sind ganz häufig Tauben zu sehen. Und wenn ihr eben eine solche Taube seht, dann wisst ihr, ja, das ist ein Symbol, ein Zeichen für den Heiligen Geist. So viel zu den Tauben und den Feuerzungen. Aber ihr könnt noch ein weiteres Bild malen zu Pfingsten. Es muss nicht nur eine Taube sein oder Feuer, nein, es geht auch was anderes, nämlich ihr könnt einen Luftballon malen. Mehr noch, ihr könnt einen Geburtstagsgruß schreiben. Denn an Pfingsten feiern wir auch den Geburtstag der Kirche. Nicht das Gebäude, das ihr vielleicht bei euch aus dem Ort kennt, nein, wir feiern den Auftrag der Kirche, die Botschaft von Jesus, von seinen Wundern, von seinen Geschichten den Menschen zu erzählen. Und der Startschuss davon, wie wir wissen, ist, richtig, Pfingsten. Also, schreibt einen schönen Geburtstagsgruß auf die Straße, malt Luftballons, malt Tauben, malt Feuerzungen, tobt euch aus. Ich bin auf alle eure Bilder gespannt, ich habe schon einige bekommen. Es sind wirklich wunderschöne Bilder dabei, alle sind was ganz Besonderes und ich freue mich darauf, dass ihr mitmacht. Macht's gut, tschüss.